Ja, schönen guten Abend zusammen. Willkommen zur gemeinsamen Meditation. Und heute wollte ich einfach mal alt, aber bewährt Metta mit euch machen. Auch schon als Einstimmung für das Programm nächste Woche, von dem ihr hoffentlich alle Bescheid bekommen habt, wenn ihr in der Signalgruppe seid. Ja, dann machen wir das jetzt einfach. Ganz am Anfang der Meditation können wir uns so einstimmen, unser Geist Halt findet im gegenwärtigen Moment. Wir uns bewusst machen, dass es uns nichts bringt, dass wir es niemandem schulden, den Geist in Vergangenheit und Zukunft zu schicken. Jetzt dieser Moment, den wir mit uns selbst verbringen können, ist eine wertvolle Möglichkeit, wieder zu entdecken, dass wir mit diesem Menschengeist Heilsames entstehen lassen können. Allen weltlichen heilsamen Dingen ist Metta, Kraft der Freundlichkeit, des Wohlwollens unübertroffen. Hat der Buddha lobend von dieser Qualität gesprochen und sie uns ans Herz gelegt, sodass wir voll Zutrauen damit beginnen können, in uns selbst die Möglichkeit zu entdecken, unsere Einstellung positiv zu beeinflussen,
können uns vorstellen, wie schön das wäre, wenn wir uns selbst geduldig und freundlich begegneten. Wir mit diesen Menschen, der wir jetzt eben gerade einmal sind, ein liebevolles ein wohlwollendes Verhältnis haben können. Nehme mich an und will, dass es mir gut geht.
Metta noch weiter ausdehnen wollt, könnt ihr jetzt an ein Wesen denken, bei dem es euch leicht fällt, freundlich und liebevoll zu sein. Mitmensch oder welches Wesen auch immer. Während wir dieses Wesen denken, dem sagen, ich nehme dich an und will, dass es dir gut geht, können wir unseren Fokus darauf richten, schön und befreiend sich die Haltung von Metta anfühlt.
Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr auf der Basis des Wohlwollens für euch selbst und für euer Übungswesen aufbauen könnt, dann kann Metta noch weiter werden. Alle Wesen mit einschließen. Zuerst können wir diese Wahrnehmung alle Wesen auf uns wirken lassen. Rings um uns, über uns, unter uns, nach allen Seiten hin. Das Lebewesen, im Licht unserer Freundlichkeit liebenswert, annehmenswert sind. All diesen Wesen Gutes wünschen, steht eine berührende Schönheit in uns. Schönheit, die uns frei machen kann von den Hindernissen weltlicher Verstrickung. Unseren Geist offen und glücklich und grenzenlos machen kann. Alle Wesen gerichtet, nehme euch an und will, dass es euch gut geht.
könnt ihr langsam wieder zu euch selbst zurückkommen. Innehalten. Achtsam betrachten, wie ihr euch jetzt fühlt. Angenehme Empfindungen, vielleicht auch unangenehme, je nachdem, wie die Meditation gelaufen ist. Uns selbst anzunehmen. Uns selbst Gutes zu wünschen, bedeutet auch, selbst so zu erleben, wie der Daseinsprozess wirklich ist, weil nur im Sehen der Wirklichkeit dauerhafter Frieden kommen kann. Beobachten wir alle Empfindungen, die wir jetzt erleben, im Zusammenhang mit Metta, den Ablenkungen, die wir erlebt haben. Machen wir gar keinen Unterschied. Es gibt keine guten und schlechten Empfindungen. Es gibt nur sich von Moment zu Moment verändernde Empfindungen. Es ist ein ganz schlichtes Naturgesetz dieses menschlichen Geistes. Wenn wir sehen, dass etwas sich verändert, beginnen wir die Vorstellung, dass das ein Teil unseres Selbstes ist, loszulassen. Wie das Wetter draußen kommt und geht. Schnee, Wind, Sonne, Tag, Nacht. Ohne dass wir es zu einem Teil unseres Selbstes machen müssen. Kommen und gehen Gefühle, Empfindungen. Können die Erleichterung des Nicht-Festhaltens daran erleben.
Ja, dann bedanke ich mich fürs Mitmeditieren und ich glaube, heute haben wir noch einen Austausch im zweiten Teil. Und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal.